Wir sind zurück bei Let's Drive Drive Club und wir werden heute mal eine kleine Aufräumfolge machen. Und zwar mit der Hypercar Master Series werden wir wieder anfangen und uns werden uns dann noch zur Pagani Drift Challenge voran bemühen, um es mal so zu sagen. Ja, wen nehmen wir denn jetzt mal? Nehmen wir schon den Pagani. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal den Königseck heute. Das Schöne ist, der Club läuft, die Verbindung ist super. Vielleicht liegt es auch daran, dass heute alle Call of Duty spielen. Ich habe ja auch ein paar Folgen hochgeladen. Ich muss aber gestehen, momentan ist es unspielbar, da die Verbindung sauschlecht ist, zumindest bei mir. In den Videos kann man das öfter mal sehen, dass der Ping wirklich ganz, ganz weit unten ist. Aber ich schlage mich trotzdem gar nicht mal so schlecht. Aber viel wichtiger ist jetzt, wir genießen diesen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Ich bin mal gespannt. Und wenn wir gucken, was in so einem Königseck drin steckt. Oh, der zieht aber schon beim Start ein bisschen nach rechts und links. Ja, der ist auf jeden Fall... Er will es auf jeden Fall wissen, der Königseck. Nicht gerade sehr gut zu steuern. Und die Bremse ist auch nicht gerade der Hammer. Aber wir geben uns Mühe. Ja, das war ja die Strecke mit der unglaublich geilen... Na toll, runter da. Ich glaube bei 44% oder so war das, wo die geile Kuppe war. Wir uns mal bemühen, dass das heute nicht passiert. Eieieiei. Also die Kurvenlage ist sehr, sehr schlecht. Da ist der Pagani weitaus besser. So, und hier müsste das jetzt gleich sein. Boah, bisschen zu spät gebremst. Auch noch geschafft. Ach komm, wenn ich bremse, steht sich da untersteuerter oder was? Ah, hallo Cheater, Spartan. Na? Willkommen bei meiner Aufnahme. Scheint wohl echt so zu sein, dass wirklich, wirklich, wirklich alle nur auf Cheaten. Keine Chance, Alter. Also, ob ich jetzt bremse oder einfach nur ausrollen lasse, ist es eigentlich ein und dasselbe bei dem Fahrzeug hier. Ey, das ist einfach krass. Jetzt haue ich dagegen und kriege eine Kurvenstrafe, weil ich angeblich abgekürzt habe, obwohl ich dadurch Zeit verloren habe. Oh, und der nächste Cheater. Hallo, willkommen im Club. Keine Chance. Ich würde mal sagen, der Königseck ist eindeutig durchgefallen für diese Master Series und Hyper Series meine ich natürlich. Ja, am geilsten ist er da oben. Der hat mal gar keine Bestzeit, ist einfach mal auf Platz 1. Das sind natürlich die Besten. Es ist einfach nur so lächerlich. Wenn ich nicht die feste Devise hätte, Let's Plays nicht abzubrechen, egal wie schlecht das Spiel auch ist, man zieht die Nummer durch, dann... Bei den ganzen Cheatern, ich habe da einfach echt keinen Bock mehr. Vielleicht wird das auch das allererste Spiel, was ich verkaufe für die PlayStation 4, sonst habe ich noch kein einziges verkauft. Ja, und bis jetzt noch kein einziges schlecht gekauft habe. Aber konnte ja keiner ahnen, dass das hier so ein Rotz wird. Vielleicht sollte ich mal echt Sony anschreiben, ob sie daran interessiert sind, Cheater zu bannen. Ah, und ich habe natürlich gleich einen Disconnect. Sehr schön.
Sony, Mann. Nur weil du jetzt neulich mal wieder einen Angriff hattest und wahrscheinlich Daten geklaut wurden. Ups. Na ja, komm, das habe ich verdient, Alter. Los, gib Gas. Muss natürlich gleich wieder hier die Server runtergefahren werden. Ich rede jetzt nicht von DDoS-Attacke, die jetzt stattgefunden hat, sondern jetzt aktuell ist schon wieder was passiert bei Sony. Aber es ist noch zu früh zu sagen, ob das Problem schon behoben wurde und man jetzt schon seine Passwörter erneuern sollte. Oder ob das Problem nicht weiterhin besteht und mit deinem neuen Passwort einfach nur die Chance noch größer macht, dass man gehackt wird. Jetzt muss man der Karre ja lassen. Schnell ist er. Nee, kannst du vergessen, du darfst nicht bremsen. Es ist immer wieder dieselbe. Du hast so wenig an... die Fliehkraft ist so groß. Interessant, dass sie das übrigens eingebaut haben in einer Kart Racer. Dass die Karre so leicht wird, dass du einfach untersteuerst. Und wie eine Rakete geradeaus lang schepperst. Hört sich auch gar nicht mal schlecht an, die Karre. Mal gucken, wie ist denn die Ego-Perspektive? Oh, nicht sehr spektakulär. Können wir also wieder rausgehen. Eigentlich fahre ich ja mal, also zumindest Gran Turismo, bin ich jetzt immer nur in Ego-Perspektive gefahren. Schön Cockpit und so. Da hat das auch Spaß gemacht. Obwohl ich jetzt sagen muss, so Teil 5 und Teil 6 waren jetzt nicht gerade der Oberhammer. Ja, ich habe das nur beim Kumpel gespielt. Ich bin ja eigentlich Gran Turismo 4 Fan und es gibt auch kein besseres als Gran Turismo 4. Vielleicht nochmal Gran Turismo 2. Aber das sind PlayStation 1 Zeiten, da fassen sich die Leute am Kopf, wenn ich das hier mit sowas vergleiche. Aber selbst das hat mehr Realismus als die Kacke hier. Nein, jetzt steht er quer. Gib Gas! Alter. Ja, also im unteren Drehzahlbereich, so erste, zweite Gang auch damit noch verbunden, du haust da einfach weg, Alter. So, jetzt müssen wir, durchschnittliche Geschwindigkeit haben wir erreicht, jetzt müssen wir mindestens Dritter noch werden. Und den ersten müssen wir noch machen. Ja, ja. Oh, Indien. Ach ja, das war ja die Strecke. Mit den schlechten Lichtverhältnissen. Oh, hier der Pagani links daneben, Alter. Ich krieg eine Kurvenstrafe für was? Dass ich gerade ausgefahren bin, oder was? Na schön. Komm, ich will rausbeschleunigen, er dreht sich weg, das gibt's doch nicht. DRS und KERS hat das Spiel, aber keine Traktionskontrolle oder was? Na, jetzt komm. Na, mal kein Cheater. Auch kein Cheater, sehr schön. Ah ja, genau, Spazinho, den haben wir doch schon mal gehabt. In irgendwelchen anderen Rennen. Boah, wie weit der erste weg ist, Alter. Ob ich das überhaupt noch schaffe? Boah, ist das schnell, Alter. Ich glaube, ich kann ihn nicht kontrollieren. Brems, Alter. Keine Chance, Alter. Wie schnell die hier langfahren.
Boah, Alter. Warum bremst denn der Apollo? Oh, das gleiche Auto wie ich. Auf Platz 1. Ah, nein. Nein, wir schaffen es nicht. Gas. Na, ich komme nicht hinterher. Eigene Karre ist... Ah, da, ah, stimmt, wir fahren ja gar nicht Punkt zu Punkt. Wir fahren hier Runden. Ja. Schaffen wir es ja doch noch. Oh, das ist so verdammt schnell. Ey, wie krass ich... Keine Chance. Dennoch Kurvenstrafe dafür, dass ich hier nicht wie bescheuert in ihn reingerammt bin. Ich fall vom Glauben ab, würde ich mal sagen. Na los jetzt hier. Jetzt. Hat er so noch einen auf Platz 1? Dann waren wir jetzt auf Platz 3. Na ja, komm her. Aber es ist immer noch die gleiche Karre. Ey, jetzt krieg ich schon wieder Kurvenstrafe. Okay, jede Runde müssen wir jetzt einen erwischen. Danke fürs Anschieben. Die KI hat uns nicht gerammt. Das war wirklich ein Anschubser. Wir nehmen die jetzt mal in Schutz. Wir haben wieder ein Disconnect. Sprich, am Ende des Rennens werden wir weitaus weniger Punkte kriegen. Na, endlich mal hier. Was war denn das? Gerade über Blechdose gefahren? Boah, die Kurve ist aber auch krass für so ein Muskelpaket. Junge kann vor Kraft nicht laufen. Kurve besser genommen. Nein, verdammt, das ist die letzte Runde. Oh, wir haben uns rausbeschleunigt, Alter. Und ich fahre im Windschatten hinterher. Verdammt. Hoffentlich haben wir es geschafft. Ersten und zweiten. Vielleicht haben wir es geschafft. Yes! Wir sind Erster in der Weltmeisterschaft. Beide gemacht. Oh, wir kriegen doch den Bonus. Hätte ich jetzt da gar nicht mit gerechnet. Hey, ein neuer Ruf. Sehr schön. Schöne neue... Oh, schöne neue Designs für den Retro-Look. Hm. Fängt ja gar nicht mal so schlecht an. Wer besser ist? Ich bin ja 15. Wer weiß, wer weiß. Ich glaube, 6000 hatten wir, ne? 6000 plus minus 200. 7300. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie das mit den Wüften hier mit dem Pegani funktioniert. Das hat auf jeden Fall mit Geschwindigkeit zu tun. Oh. Aber nichts mit dem Winkel, wie es ausschaut. Ja, es ist einfach nur pure Geschwindigkeit. So, das hier ist jetzt hier der Oberwitz. Und? 6600. Hm. Okay, also im Drift waren wir schlechter. Am Anfang, aber am Schluss haben wir uns gut verbessert. Hm. Also muss ich irgendwie mehr Speed am Anfang hinkriegen und die Kurve auf jeden Fall besser nehmen.
Oha. Okay. So, jetzt wird's interessant. Ich glaube, das könnte reichen. Könnte es reichen? Yes, wir haben's. Woo! Also wirklich wie ein Nappel mit unlogischen kmh-Zahlen in die Kurve und hart einlenken und die Handbremse bis zum Anschlag anziehen. Und dann geht's mal richtig ab. Alter, wie wir uns hochkatapultiert haben. Von 15.000 auf 872. Nicht schlecht. 16 Minuten. 16 Minuten. Machen wir noch eine Folge? Machen wir noch eine Folge? Wir machen noch eine Folge, komm. Oh nein. Nicht mit ihm. Was habe ich mir da nur angetan? Ich glaube, ich werde spontan das Let's Play abbrechen, ne? Tschüss. Nein, war ein Verarsche. Okay, 1:16. Oh, wir müssen Zeiten runterreißen. Na toll. Manche Autos haben Kers. Bis jetzt habe ich... Ach, da muss ich mal kurz husten, sorry. Also bis jetzt habe ich nur den MP1 von McLaren gesehen. So wie zu dem Tipp da unten. Alter, ist das eine Kurve. Oh, die Strecke bin ich ja seit Ewigkeit nicht mehr gefahren. Das war ja eine der ersten Strecken. Ich würde mal sagen, so nach der ersten Meisterschaft. Die bin ich auch seit Ewigkeit nicht mehr gefahren. Boah, der hat hier 4000 runtergerissen. Boah, mit wie viel kmh ist denn der da rein? Ich würde das mal nicht sagen, dass der cheatet, weil das ist wirklich möglich. 4000, Alter. So, die Challenge nehmen wir hier nochmal mit. Zieh rum. Okay, 1:16 haben wir schon mal nicht. 1:19 haben wir nicht. Boah, wie langsam sind wir denn gewesen? ...1:21 waren wir. 5.100. Mann, die Leute hauen hier aber auch... Obwohl... Man muss wirklich da wie so ein Nappel richtig reindrehen, so wie wir es eben gerade mit dem Pagani auch gemacht haben, würde ich sagen. Okay, wir sind schon mal 600stel schneller als vorher. Die Kurve haben wir schlecht genommen. Oh, auch, ey, der Spoiler fährt ja auch richtig geil raus. Also sehe ich jetzt erst. Drei Sekunden schneller, aber das reicht noch nicht. Wir müssen die ganze 7 Sekunden schneller werden. Nee, schon gar nicht. 5 Sekunden. Ah, da war wieder blöd genommen, die Kurve. Ach, jetzt rutsche ich raus, weil ich auf die Zeit achte. Ja, am Schluss verkackt, aber die... Auch nicht den zweiten Stern, aber wir haben uns auf 19 verbessert. Ach komm. Und rausgedreht. Fuck. Na, da können wir erstmal eine ruhige Runde fahren. Bin mal gespannt, ob ich das auch schaffe, hier mal so einen Drift hinzulegen.
Okay, kriege ich nicht hin. Das ist machbar, seht ihr? 2600. Wenn ich mich ein bisschen mehr angestrengt hätte, ich bin bestimmt so auf 3000 gekommen. Und wenn ich es einfach mal könnte, wären diese Zeiten auch zuschlagen. So, und wir fahren jetzt wieder Außenansicht und verkacken. So, jetzt aber hier mit Highspeed, vielleicht schaffen wir es ja. Nee, in der Lap fahren wir auf jeden Fall schneller. Kommen wir schon etwas näher an unsere Zeit ran. Ach, komm schon. Na, Kurvenstrafe, jetzt schaffen wir es auf jeden Fall nicht. Ja, der downloadet wieder, das heißt, wir haben schon wieder Serverprobleme. Aber jetzt hier mit. Auf jeden Fall erstmal mit erhöhten Highspeed, wenn wir jetzt hier in die Kurve reingehen. Das wird dann auch die letzte Runde sein. Ich glaube nicht, dass es das wird. Oh nein, ey. Na gut, eine danach mache ich noch. Eine machen wir noch hier. Na, bleib mal hier. Das ist interessant. Die haben das wieder so eingebaut, dass wenn man driftet, man leicht schneller wird. Und das ist eigentlich völliger Nonsens. Erstmal, wer sich ein bisschen mit Physik auskennt, weiß, dass das nicht ist. Und wer sich nicht mit Physik auskennt, der kann sich ja die WTC angucken. Denn in der Rallye driftet keiner. Vielleicht mal, um irgendwo eine krasse Haarnadelkurve zu kommen. Mehr aber auch nicht. Ich wollte gerade sagen, sind wir schneller oder ist der Geist hinter uns? Drei Sekunden, wo soll ich mit der Karre 3 Sekunden herholen? Komm, untersteuer doch nicht so. Jetzt halt nur am Driften. Und jetzt will er nicht, oder was? Eieiei, Alter, der hat uns der... Ich dachte, ich komme einigermaßen so rum.
Schaffen wir es auf 19? Schaffen wir es auf 19? Yes! Naja, dann haben wir ja zumindest schon mal 2 Sterne. Den mittleren Teil haben wir ordentlich verloren. Ich würde mal sagen, wir warten auch nochmal, bis wieder eine Connection stattfindet und dann machen wir weiter. 208. Oh, wir sind zugelassen. Okay, aber wir werden dieses Rennen erst fahren, wenn wir die World Hypercar Series geschafft haben. So, damit eine leichte Überziehung heute. Ich verabschiede mich. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut, wenn wir uns die World Hypercar Series antun. Und vielleicht, wenn es auf Anhieb klappt, natürlich auch die Legendary Trophy. Also, macht was Sinnvolles. Ciao.